Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FirstCast TV. Heute ein Mini-Einsatz, weil Felix kommt da schon im Hintergrund. Nicht deshalb, sondern es hat heute geschneit, es hat heute geregnet, es war heute Sturm. Heute Morgen. Und jetzt eigentlich genau unsere Zeit. Guten Morgen! Auf Wasser. Es ist fast 15 Uhr. Ja. Wir haben 3 Stunden, 4 Stunden vielleicht effektive Angelzeit. Machen heute nur Big Bait. Wir sind im Februar, es ist arschkalt. Ich angle heute fast nur 30 plus. Ja, du hast ja einen 35 cm Predator-Prototypen dabei. 285 Gramm. Das wird brutal. Danach wird uns die Schulter wehtun. Ja. Also meine zumindest. Also heute großer Hecht. Ein Fisch wird uns genügen. Wir nehmen euch mit aufs Boot. Jetzt geht's los. Ich habe das Gefühl, habe ich gerade schon zu dir gesagt, dass du heute einen richtig dicken fängst. Ich weiß nicht wieso. Ich bin heute aufgestanden und dachte, ey, Felix hat heute bestimmt Mojo. Der fängt heute einen dicken. Wenn du das sagst, wäre geil. Ja, hier sind unsere Köder. Das sind so die Humpen, die wir heute werfen werden. Na? So, das geht noch. Und hier ist schon eine montiert, aber ich habe hier auch noch ein dickes Ding drin montiert. Das zeige ich euch. Und zwar hier. Das ist ein Humpen, ne? 280 Gramm in der Ausführung, ohne Extragewicht. Ich werde da bestimmt nochmal 20 Gramm Tungsten hier vorne einhängen. Das sind die Köder, mit denen wir heute angeln. Eigentlich auch rot, eine unterbewertete Farbe. Geiles Ding. Ich glaube, den werde ich heute viel werfen. So, dieses Mal, Team Chaos ist zwar am Start, aber an den Kescher denkt mir heute. Wir wollen große Fische fangen, dafür brauchen wir einen großen Kescher. Der ist dabei. Einmal mit den Profis. Sag mal so, wa? Los geht's! Ich hab vergessen, einen Spanngurt wegzumachen. Einen Job hat er gehabt. Aber wenn ich jetzt wieder mecker, kriege ich wieder Ärger, dass ich den Felix so böse behandle. Felix, kannst du mal bitte kurz klarstellen, dass ich immer total lieb zu dir bin? Ja, tatsächlich habe ich jetzt mal keinen Ärger bekommen. Also wenn er meint, dass er immer lieb ist zu mir, ein bisschen was Wahres ist da schon dran. Ja, Sabralot, ich bin doch hier gerade noch am Hantieren. Anstatt zu schieben, macht er da seine bekloppte Story, Alter. Yes, wir sind Content Creator. Und weg ist er. Weg ist er? Weg ist er. Los geht's, noch die Schuhe wenig sauber machen. Bestes Schuhwerk. Immer. Muss. Man weiß ja nie, wen man trifft auf dem Wasser. Vielleicht treffe ich meine große Liebe irgendwann mal. Oder ist mein Zufluss? Du hast ja gerade eben schon dein Tinder-Profil aktiviert hier wieder. Ja, Jungs, das kommt jetzt. Raus. Keine Zeit, um über Tinder zu quatschen hier. Und wir müssen Fische fangen. Wir haben nicht mehr lange Zeit, mein Freund. Außerdem macht das für mich eh keinen Spaß mit dem Tinder gerade, weil Tinder für mich tabu ist, Jungs. Also dürft ihr es auch nicht machen. Jetzt geht's aufs Wasser. Haben wir uns auch lange genug Zeit gelassen, würde ich sagen. 3 Uhr, 3 Stunden effektiv sein. 1,20 Meter, einen 1,20 Meter und das Ding ist im Kasten. So ist das. Also wir wären auch mit einem Meter zufrieden. Ich wäre auch mit einem 90er zufrieden. Ich 1 Meter, du 1,10 Meter. Dann ist alles perfekt. Man muss immer ein bisschen tief stapeln, weißt ja. Das ist besonders deine Stärke. Heute mache ich ihn fertig. Ich glaube an dich. Ich glaube wirklich, dass du heute eine richtige Mutti fängst. Freut mich. Habe ich schon mehrfach heute gesagt. Schön, auch mal ein paar nette Worte aus dem Mund zu hören. Das wird sich gleich ändern, wenn es ans Wasser geht oder wenn es ans Angeln geht. Wasser ist glasklar. Glasklar. Glasklares Wasser. Ich brauche auch mal ganz kurz meine Box, bitte. Die Gedicke? Ja. Das ist doch perfekt. Das ist echt perfekt. Und ohne Maus? Der hat auch schon ein paar richtig schöne Cuts drin. Mit Maus oder ohne?
Flo? Ohne, erstmal. Ohne? Dann mache ich mit. So, an die große Route. Der dicke Predator. Boah, ich habe richtig Bock, Jungs. Wetter ist auch richtig cool. Wir angeln heute für den Einbiss. Oder, Felix? Ein Biss kann es sein heute. Ja. Hier ist es auf jeden Fall möglich, dass was richtig Kapitales einsteigt. Ja. Ich habe den noch nie lange gefischt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber heute müssen wir uns durchbeißen. Geile Farbe, aber für das Wasser. Herrlich. Hier. Mega geil. So, jetzt geht's los. Erster Wurf. Jetzt, wir fangen beide mit dem Monster an. Also meiner ist 35, 38 cm, deiner 30. Du hast den längeren, wa? Ich hab den längeren. Hier für die ganz dicken Fische die Big System von CMW. Weil da brauchst du ja schon einen ordentlichen Prügel, der das Ding rausfeuern kann. An den Nase 1 bis 70 Gramm habe ich die kleine Maus. Muse Maus mit dem Predator dran. Wir werden immer mal durchwechseln. Mal gucken, was geht. Let's go. Go. So, first cast. Let's go. Werfen ist schon hart. Ich habe jetzt hier 300 Gramm dran. Ne? Mit dem Gewicht vorne sind das 300 Gramm Köder. Schon brutal. Das merkt man schon. Naja. Kriegen wir schon hin. Schon geil. Boom. Ich merke es jetzt schon in der Schulter. Das fordert einen ganz schön, so Big Bait Angeln. Wir machen jetzt hier noch 10 Minuten und dann machen wir mal einen Spotwechsel. Ist das so, ja? Machen wir, oder? Weiß nicht. Willst du hier durchziehen? Ja, wir driften ja ganz schön weit schon, ne? Ja, wir haben schon ein bisschen Strecke gemacht. Ich fahren denke, hier so mit hier 1 km/h? Wie bitte? Wir fahren so 1 Kilometer in der Stunde. Also ich will auf jeden Fall, weißt du, diesen Übergang dahin, der ist immer sehr gut. So, ihr habt es gehört. Wir machen noch bis zu dem Durchgang. Dann gibt es einen Spotwechsel. Wenn was passiert, seid ihr natürlich mit dabei. Ich habe die GoPro am Laufen. Live-Bisse werden aufgenommen, falls sie kommen. So, jetzt kommt ein bisschen Wind. Fühlt sich gleich besser an, muss ich sagen. Wenn sich die Oberfläche ein bisschen kräuselt. Obwohl, erinnere dich, Flo? Können wir auch mal einblenden, als ich den Meter, weiß ich was, 10 plus gefangen habe mit dir. War auch absoluter Ententeich und krasse Sonne. Ja. Aber da haben wir auch im Freiwasser geangelt. Da haben wir über 12, 15 Meter auf 5 Meter geangelt. Das ist nochmal vielleicht was anderes, als wenn du hier im Flachwasser angelst. Naja, mal gucken. Das Wasser wird hier drüber übrigens als da vorne. Ist dir schon aufgefallen? Als aufmerksamer Angler, Flo? Felix? Ja, Wasser wird ein bisschen drüber. Vielleicht stehen sie hier. Wir sind fleißig am Werfen. Aber bisher noch ohne Erfolg. Your turn now. Glaub an dich. Oh, oh, Riesenfisch. Oh, fuck. Ja. So, mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht. Ich hatte einen richtig schönen Nachläufer. War jetzt kein Endgegner, aber war auf jeden Fall ein Fisch von über einem Meter. Der ist direkt bis zum Boot gekommen, aber der ist ganz lethargisch, so ganz langsam hinterher geschwommen. Der hat sich den Köder anscheinend nur angeschaut. Ich habe da mal ganz kurz den Bügel noch aufgemacht, aber da hat er dann schon abgedreht, auch nur so ganz langsam weggeschwommen. Nicht irgendwie aufgescheucht oder so. Ja, schade, aber gibt ein gutes Gefühl für den Spot hier. Hier sind Fische. Deshalb angeln wir jetzt weiter. Eigentlich wollten wir einen Spotwechsel machen, aber den verschieben wir jetzt erstmal. Ja, es gibt doch schon mal ein gutes Gefühl, ey. Meterfisch, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf, muss ich sagen. War eben ein bisschen verzweifelt, weil so gar kein Wind war, keine Aktion, nix. Aber jetzt ist der Wind hier aufgefrischt. Wir sind hier an dem, also zumindest auf dem Stretch, an dem besten Spot, würde ich sagen. Und Felix hat auch direkt einen Nachläufer. Das ist schon geil. Also, ich bin jetzt guter Dinge, dass wir heute noch einen Fisch fangen. Wir haben ja gesagt, es geht um den einen Biss. Und wenn wir den kriegen und den rauskriegen, dann sind wir happy.
Weil wenn da einer beißt, dann ist die Chance zumindest da, dass es ein richtig großer ist. Oder Wecki? Ja. Mittlerweile sind wir schon einige Stunden am Angeln. Bis auf meinen Nachläufer hat sich nicht viel getan. Aber wir ziehen durch. Ist ein bisschen Wind aufgekommen, es ist auch echt bitterkalt geworden. So richtig angenehm ist das gerade nicht. Aber vielleicht bringt es die Hechte in Beißlaune. Wind ist eigentlich immer gut beim Hechtangeln. Jetzt kommt mal noch eine richtig gute Zeit. Mal wieder eine Floskel rausgehauen, wa? So ist das. Jetzt kommt noch eine richtig gute Zeit. Da holen wir noch einen Dustin, oder was sagst du? Ich sag, du sollst erstmal einen Euro in die Sprüchekasse kloppen. Ich hab keinen kleinen. Wind auf der Hand? Fisch on the Kant. Nee, Fisch on the Kant, Fisch. Wind. Nee, ich korrigiere. Wind on the Kant, Fisch in der Hand. Ob the Kant. Heißt es nicht so? Ich glaube, ob the Kant, oder? Ach, ich weiß nicht. Ist noch keine kalten Hände? Doch, jetzt ja. Warum wirfst du eigentlich immer über mich rüber? Ich werf eigentlich immer in die gleiche Richtung. Ja, aber wirf doch mal, guck mal, das ist jetzt so die Wurfrichtung, die wir fischen. Okay. Einmal mit Profis. Das ist geil. Warum wirfst du eigentlich immer über mich rüber? Antwort, ich werf eigentlich immer in die gleiche Richtung. Ja. Deswegen wirfst du wahrscheinlich immer über mich rüber. Vermutlich. Aber bis jetzt gab es noch keinen Chaos. Alter, war das ein Biss, Jungs. Oh, jetzt hatte ich tatsächlich einen Biss. Richtig guten Biss, richtig schönen Einschlag. Oh, ärgerlich. Mann, ist das ärgerlich. Hier sieht man die Katz. Siehst du? Mann, ey, richtig schöner Einschlag. Vielleicht zu wenig Drillinge an dem Teil, ey. Scheiße, ey. Oh, das war ein richtig schöner Einschlag. Leider ist der nicht hängen geblieben. Ist echt ärgerlich. Wir sind jetzt schon mittlerweile echt lange am Angeln und ziehen auch gut durch. Wir haben richtig kalte Hände. Und ja, wäre cool gewesen, wenn das jetzt mit einem Fisch beim Dustin belohnt werden würde. Worden wäre. Ja, einen Biss hatte ich jetzt. Felix, einen Nachläufer. Bisher C. Aber wir ziehen durch. Wir halten durch, wir knallen die großen Köder hier rein, bis die Mutti kommt. Feuer wird hier nicht abgebrochen. Fisch an! Fisch an! Juhu! Kennst du mal bitte. Großer? Schöner Fisch. Geil! Oh. Oh ja, das ist ein Meter. Das ist ein dicker Meter. Jetzt, Wecki, Junge! Noch ist er nicht da. Egal, er ist dran. Lass mich mal nach hinten, bitte. Lass mich mal bitte nach hinten sehen. Ja, schnell, schnell. Ja, ich sehe nichts. Nee, der ist noch nicht so weit. Ein schöner... Warte. Ich hab Angst, der hängt so raus, weißt du? Ja. Oh, ich wollte nimm ihn. Oh Gott. Yes, man! Crazy. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Du musst schon aufhören, du kleine... Oh, das ist ein schöner Fisch. Das ist 1,10 Meter, glaube ich. Oder? Was hast du gesagt, das? Ich hab gesagt, wenn einer da einfängt, dann ist er da. Geil. Der ist nicht so groß. Aber ein geiler Fisch. Okay, Achtung. Geil. Ah, ein dickes Ding. Ah, der hat ein bisschen komische. Nee, der ist nur fett, Alter. Na doch, geil. Ein Meter. Ist er vorne dran? Vorne dran. 1,10 Meter. Meter, ja, 1,10 Meter. Ja. Und ein halb. 1,10 Meter. 1,10 Meter haben wir uns da hätten wir, hätte uns vorhin gesagt, hätten wir gesagt, geil. Oh, geil. Ich hab so kalte Hände. Ey, das ist so ein fettes Vieh. Oh, herrlich. Und ich hab's gesagt, du machst es heute. Hast du wirklich gesagt?
Oh Mann. Nein. Und unter uns stehen dicke Hechte. Oh. Wir müssen weitermachen. Der Kollege darf zurück, denn wir machen noch ein paar Würfe. Oh, herrlich. Danke, Dustin. Ich kann dir keine Faust geben. Ja! Yes! Geil. 1,10 Meter. Perfekt. Oh, was für ein toller Fisch. Petri. Oh, das schwimmt da weg. Oh. Yes! Oh, ich bin sprachlos. Es hat geklappt. Ey, herzlichen Glückwunsch. Geiler Fisch. Dankeschön. Wir haben gesagt, wir angeln für den einen Biss. Ich hatte einen Biss verkackt. Du hast ihn verwandelt. 1,10 Meter. Bestimmt 10 Kilo gehabt. Richtig geil. War ein richtig schöner Fisch. Gut, oder? Genährt. Ja. Mein größter Fisch bei First Cast TV bis jetzt. Mein PB liegt ein bisschen höher, aber auch schon lang her. Ja. Aber ja, geil. Wir verlosen was. Und zwar was? Ihr könnt eine Big Bait Route gewinnen. Und zwar eine CMW Big System XH. Die Routen, die wir heute den ganzen Tag gefischt haben, im Wert von 600 Euro. Oh. Wie immer einfach kommentieren, abonnieren. Abonnieren ist das Wichtigste. Ne? Das kontrollieren wir ganz genau, ob ihr wirklich unter den Abonnenten seid. 600 Euro ist eine Hausnummer. Und kommentieren natürlich. Das auch. Also, und am besten... Hashtag Big Bait. Naja, nee, nichts in die Kommentare schreiben, dann sind die Kommentare wieder mit so einem Mist voll. Okay. Irgendwas nur kommentieren. Aber die Instagram haben, dieses Video teilen, verbreiten, das würde uns sehr freuen. Also haut rein, bis zum nächsten Mal und...